Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP dran und wir fahren fort mit dem Let's Play Unravel. Und was wir heute unraveln wollen, ist dieses Rätsel. Boah, voll der lame Pun. Ich weiß. Aber, daran bitte. So, ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, ich glaube, ich habe einen Plan. Wobei, halt stopp, nee. Nee, so wird das nicht funktionieren. Okay, ich hatte einen Plan. Ja, nee. Was habe ich da gedacht? Nicht viel. Ich muss ja hier irgendwie nach oben. Ich dachte, vielleicht könnte ich mich irgendwie hochkatapultieren. Aber das geht ja nur, wenn ich das andersrum mache. Also sind wir wieder bei Punkt 0. Aber. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Ich will jetzt einfach nicht zu viel Garn verbrauchen. Ich könnte jetzt halt theoretisch durch, oder? Ah! Nö, okay, gut. Auch der Plan, Halt, stopp, Moment mal. Wer ist der trotteligste Trottel, den es jemals gab? Charo. Charo ist der trotteligste Trottel, den es jemals gab. Ich habe nämlich einen besseren Plan. So. Ich wollte jetzt eigentlich... Nee, doch, das ist schon richtig. So, ja, wie kommt man denn auf so Sachen drauf? Man macht irgendwie so ein Trampolin. Ja? Könnte man das machen? Wobei, da wäre es eigentlich klüger, um Faden zu sparen. Das war da oben, das wegzumachen. So. Gut. Doch, das wird funktionieren. Muss ja fast. Okay. So, also. Wir binden das Teil hier wieder an. Dann tun wir uns schön dorthin. Dingsen. Da binden wir das Ding an. Springen rüber. Machen wir einen Ruf. Sowas. Und... Das sollte funktionieren. Ah, geht doch. Nein. Oh. Doch nicht, oh nein. Oh, je comprends. Wir sind das damit einmal ein bisschen rausschieben. Ah, glaube ich. Oder? Kann das sein? Können wir das jetzt aufheben? Oh nein, das wollte ich nicht. Das sollte doch eigentlich funktionieren, oder? Hätte ich das einfach mit mehr Wucht dran dingseln sollen? Ich habe das Gefühl, dass dem so ist. Okay. Nium! Komm schon. Nium. Wobei, es scheint so. Funktionieren. Okay. Nium. Jetzt kriege ich das Ding aber nicht mehr raus. Ist nicht so gut? Ja, es ist überhaupt nicht gut. So machen kann ich das Ding jetzt aber auch nicht, ne? Oder? Könnte ich mich theoretisch hier dran einsperren? Nö, warum sollte ich das auch tun? Bei. Vielleicht bringt mir das ja was. Was das Ding nochmal zu machen? Nee. Nö. Das war keine gute Idee, soll ich denn da überhaupt rüberkommen? No.
Voll übel. Okay, das Rätsel ist anscheinend noch nicht ganz gelöst. Vielleicht kann ich das jetzt rausziehen? Na, nö, will nicht. Geht nicht, will nicht. Ich meine, ich kann das Teil wieder reinschieben, aber das bringt mir an sich herzlich wenig. So. Zack. Vielleicht muss ich einfach quasi mit mir Schwung rüberspringen. Ich frage mich, ob es gereicht hätte, wenn ich die echt mit richtig viel Schwung beide hineingerollt hätte. Ob ich das nochmal zurücksetzen darf? Beide sollte eigentlich nicht mit verbauen gehen. Das ist ja fies. Ich hätte das Ding schon gern, ne? Ja, Jarnin, ich weiß aber auch nicht, wo ich anfangen würde, wenn ich das jetzt zurücksetzen sollte. Ja, das hätte funktioniert, aber ich war einfach nur... Okay. Wo fangen wir denn wieder an? Hier oben. Ist das direkt da? Okay. Gut, machen wir das Ganze dann noch schnell noch einmal. War ja nicht so schwer. Ich will das Geheimnis schon haben. Das ist halt... Ne? Zack. Zack. Man kennt mich ja, also... Wer meine Let's Plays kennt, der weiß, Charo und 100 Sachen holen ist... 100 Sachen wollen. 100% holen ist oftmals einfach so fies. Ich meine, mittlerweile bin ich ein Borderlands dran, da in der Pre-Sequel all diese Herausforderungen zu holen, weil ich mich anscheinend überhaupt nicht gern habe. So, und ich meine, ich habe auch... Also die neuen Raymans, die Origins und so, ne? Jetzt bin ich auch so ein Held und... Ja? Ja, schnell rein! Da habe ich auch mittlerweile fast alles geholt. Doch nicht. Ich bin verwirrt. Und zwar sehr verwirrt. Was soll ich denn tun? Ich kann das Ding ja nicht greifen. Ich kann mich auch nicht bücken oder sonst was tun. Na gut. Wie soll ich überhaupt weiterkommen? Das ist die bessere Frage. Oder ist die Frage aller Fragen? Die richtig. Oh, ich sehe schon, wie ich da weiterkommen soll. So. Darüber aber, es hilft mir ja nicht. Hä? Hä? Ich sichtlich verwirrt? Nicht doch. Ich bin nicht sichtlich verwirrt. Ich bin nur unsichtlich verwirrt. Keine Ahnung, wie wir das holen sollen. Be perfectly honest. Vielleicht ist da drin ja noch ein Holz. Vielleicht ist da drin ja noch ein Holz. Was passiert? Da drin war noch ein Holz. Gut. Ne? So, geht doch. Leute, man kann alles tun, wenn man nur die lustigsten Ideen hat. Yay! Also nie den Glauben an euch verlieren. Oh nö, nicht Motten schon wieder. Motten! Da sind das doch Mücken. Nein, nein, nein. Nein. Ah, nein. Hilfe. Oh, wisst ihr, an was mich dieser Boden erinnert? Wir hatten im Gymnasium mal so Tage. So
quasi Tage, an denen sie uns als freie Arbeitskraft verkauft haben. Sie haben das quasi als educational nonsense da dargestellt. Nein, weg. Weg, 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 weg. Ah. Und, es gab halt verschiedene... Ah, nein, das war doof, das war doof. Das war richtig schlecht. Das war richtig schlecht. Und man konnte sich für verschiedene Sachen anmelden, ja. Und es gab halt so verschiedene, halt soziales Zeugs und halt eher Naturzeugs. Zum Beispiel da als Förster für 3 Tage schaffen. Und dann gab es noch die... Ah, nein, 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 nein. Also da gab es auch andere Sachen. Ich habe mir halt das ausgesucht, wo ich halt... verschwindet. Ich halt dachte, ja, das wäre doch was für mich. Und das war halt im Neracheriet. Ah! So, geschafft. Lass mich in Ruhe. Husch, schwindet. Dort aushelfen, ja? Was uns aber niemand gesagt hat, war, dass wir basically dort Knochenarbeit verrichten sollten. Ein Ried, das ist so eine Art Billigsumpf, nenne ich das mal. Ist halt nicht wirklich ein Sumpf. Oh, ich hätte das Ding zu mir ziehen sollen. Ah. Wie zum Teufel lebe ich noch? Ja. Gar nicht. Ja, es ist halt nicht unbedingt so ein Sumpf-Sumpf. Aber es ist halt... es ist basically so eine Schicht Gras. Also Sumpfgras. Es gibt verschiedene Pflanzensorten, ist klar, ne? Aber das meiste davon war ist halt so ein Sumpfgras, ne? Also gut, dann macht Sinn. Okay, weg mit euch. Sehe ich auf den Ding irgendwie. Ah! Das ist doch irgendwie Stein. Ich denn mit dem Stein. Und die ersten, also das erste Mal, als wir dort waren, haben sie uns quasi einfach gelehrt, auf welche Gräser man treten darf, wenn man durch diesen Pseudosumpf wartet und auf welche man nicht treten darf. Weil wenn man auf die falschen Gräser tritt, macht's flutsch und man ist bis zur Brust in brackigem Sumpfwasser. Und jetzt, ja, das ist halt schlecht, wie euch vorstellen könnt. Und bei mir ging's meistens gut. Ich bin nur einmal mit dem rechten Bein im Sumpf gelandet. Das ist so ekelhaft. Ist einfach so unglaublich, so ein unglaublich dämliches Gefühl, ne? Das kann man nicht beschreiben. Es ist einfach, das muss man erlebt haben, ne? Ich war überhaupt nicht panisch oder so, weil sie haben. Weil der Typ dort, der dort arbeitet, hat uns ja gelehrt, also, wie man denn jetzt da wieder rauskommt. Ne? Also war es jetzt nicht so, dass wir da vollkommen hilflos waren oder so ein Müll, das wäre schlecht. Schlecht für alle Beteiligten. Wenn wir jetzt nicht wüssten, wie. Kann ich das Ding nicht... wenn ihr nicht wüssten, wie das... wie da wieder rauskommen und so, ne? Kann man sich ja vorstellen. Aber heißt nicht, dass das eine angenehme Erfahrung war. Oh Gott. Das Schlimmste war, wir hatten ja alle Gummistiefel an. Und das Schlimmste war es, als der Vakuum nachließ, da... einfach zu spüren... Oh. Sorry, Jani. Ah, da ist ein Knopf. Da ist aber ein Knopf. Ah, ein bisschen weiter. Einfach zu spüren, wie da... komm ich da hin? Wie war das kalte Sumpfwasser? Ah, nein. Oh, wie komme ich an den Knopf ran? In den Stiefel reinfließen. Mein Gott, das Stiefel ist ja fast im Schlamm stecken geblieben. Brrr. Also ja. Aber ich weiß jetzt, wie ich hardcore-mäßig aus Sümpfen entkommen kann. Einfach keine Panik schieben und die richtigen Gräser können. Sagt ihr wahrscheinlich aber Taru.
Kennst du die noch, die richtigen Gräser? Also man spürt es, sag ich mal, sobald man drauf tritt. Ob das jetzt ein richtiges Gras ist oder nicht. Ist jetzt nicht so, dass man es nicht tut, aber ne. Vorsicht ist trotzdem geboten. Wie muss ich denn da hinkommen? Vielleicht von der anderen Seite. Boah, was, das war so grauenvoll. Das Schlimmste ist, sind einfach die Hosen ruiniert, weil das einfach... nicht durch. Weil die einfach voller Schlamm waren, ne? Ich sag's euch, ich bin echt bis zum Hinterteil da reingeflogen. Hm. Hier geht's weiter. Ich meine, das linke Bein, das hat noch... Gott sei Dank, da... wenigstens ein bisschen festen Boden an den Füßen. Sonst wäre das sehr, sehr übel ausgegangen, sag ich euch. Ach, meine Güte. Naja. Manchmal denke ich mir so, ja Gott, ich habe ja irgendwie überhaupt keine Abenteuer erlebt oder sonst was. Dann denke ich ein bisschen drüber nach und dann sehe ich, oh mein Gott, ich habe schon richtig viele Sachen erlebt, ne? Lass mich in Ruhe. So, keine Ahnung, ob mir das helfen wird. Ah. Hm. Das Wasser ist einfach viel zu... Oh, ich komme nicht hin. Ich will da hin. Oh Mann. Na gut, Knopf. Das hat sich wohl ausgeknopft. Aber dann binde ich trotzdem den Faden hier noch schnell los. Aber ja, ich hatte eben noch Glück. Ein anderer Typi. Der hat nicht so gut aufgepasst wie ich. Ich habe ja beim ersten Moment, als ich sie gesehen habe, oh Gott, ich sink mit dem einen Bein ab. Auf das andere Bein aufpassen, ja. Ich will ja nicht mit beiden Beinen da in den Sumpf stecken bleiben. Das ist ja richtig schlecht. Und ja, so, ne? Ich sag mal. Der eine Typi da, der hat nicht aufgepasst. Und der hat es tatsächlich geschafft. Oh. Hm. Nee, doch nicht. Der ist bis zu den Schultern eingesunken. Das war richtig übel, sage ich. Richtig übel. So. Nee. Ich kann auch nicht hoch. What the hell? Also Leute, in Sümpfen und ähnlichem immer vorsichtig sein. Oh. Bin ich ein Held? Ja, das bin ich. Verschwindet. Los. Kann ich theoretisch hier quasi ein Trampolin machen? Nö, könnte ich nicht. Aber ich habe einen Plan. Das ist ja schon mal... Ah, viel wert. Könnt ihr mir glauben, ja? Könnt ihr mir glauben? Ich könnte ja so rüberfliegen, aber ich will den Extrafaden da oben. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, aber Charo, was ist denn jetzt dein Plan? So. Mein Plan ist zu merken, dass das überhaupt nicht genug Garn ist für das, was ich tun will und deshalb schwingen wir uns jetzt einfach hier rüber. Oh. Wir müssen doch oben lang. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Na gut. Ja, man merkt, das Level ist schon viel, viel schwerer als zum Beispiel das Meer und das erste Level. Aber macht ja Sinn. Das macht ja Sinn, dass das so ist. Okay. Dann ziehen wir das mal wieder frei. So. Zack. Ja, die haben echt, die haben gut eine Stunde gebraucht, um den Typen dann so rauszuholen, weil er richtig, richtig awkward da gelandet ist. Hm. Wie weit kann ich gehen? Ah, aha, so weit. Okay. Hm, jetzt hat die Frage. Oh.
Captain Obvious schlägt mal wieder zu. Kann ich da oben hin, da? Ich kann. Kann ich es mitnehmen? Ich kann! Ich weiß, wie wir an den Faden kommen. Also an den Knopf. Das müssen wir das mal wegmachen. Wir brauchen den extra Faden nämlich. Das die auch noch wegmachen. So. Seht ihr einfach ein bisschen weiter machen, dann lösen sich alle eure Probleme. Ist eigentlich nicht ganz sauber, aber ein bisschen wenigstens. Nee, das kleine bisschen. Das hilft. So. Zack. Und. Nein, 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 nein. Oh Gott. Tut mir leid, Yarny. Ui, ui, ui. Frage ist. Ich komme da nicht rüber. Ich kann das irgendwie rollen? Fragezeichen? Nee. Kann ich nicht. Ich komme darüber, okay. So, okay, gut. Jetzt können wir weitermachen. Und jetzt müssen wir auch die Episode beenden. Also, Leute, ich beende das ohne unten. Das ist kein Moppen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal gucken wir, ob wir den Bärenmoor beenden können. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.